Hallöchen hier, der Nalef hier und willkommen zurück bei The Infected, ihr Lieben, wo es weitergeht. Hier immer noch bei der Mine, wo ich mir jetzt, solange ich warte auf das erste Eisen, auf das erste Kupfer, mir eine Möwe schieße, ein paar Federn sammle, was sehr cool ist, und mir hier ganz gerne verteidigungsmäßig was hinbauen möchte. Okay. Wir könnten das im Prinzip hier auch alles in die Ecke bauen, weil hier vorne kommen ja ganz gerne mal die Viecher an. Und das wäre nicht so pralle. Deswegen siedeln wir uns hier so in eine kleine Nische ein. Zack. Bauen hier alles auf. Und können dann hier weitermachen. Nur so eine kleine Behausung nebendran mit den Nötigsten, was man dazu braucht. Dafür brauchen wir erstmal wieder den Sägetisch. Den Sägetisch bauen wir dann hier hin. Wunderbar. Und dafür brauchen wir Holzscheite. Dafür brauchen wir wieder hier die Axt im Walde. So, dann machen wir den Baum hier. So eine kleine Basis bei der Mine. Sehr schön. Denn wir müssen dringendst auch was essen, weil wir sonst verhungern, ne? So, trinken. Wir haben jede Menge Froschfleisch. Das heißt, wir können uns dann auch noch auf ganz entspannt was zum Essen machen. So, dann mal hier. Was den anderen noch? Und hier hüpfen auch vor der Mine sehr viele Frösche rum. Was cool ist. Zwei Stück. Davon müssen wir einen erstmal zerlegen, weil wegen dem Lagerfeuer. So, ernten. Und das Lagerfeuerchen müssen wir hier hinbauen. So, wunderbar. Dafür brauchen wir 8 Feuerholz. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Ernst, wir brauchen noch 10 Steinis. So, nochmal ein Stein. Dann noch einen großen, das ist sehr schön. Wunderbar. Dann snacken wir uns erstmal voll und gehen da gleich nochmal gucken. Hier kommt da rein. 55, oh, Alter, so. Wunderbar. Können wir den ja auch schon mal ein bisschen rückwärts fahren. Hier einparken. Sehr schön. Und machen jetzt erstmal hier 2, 3, 4 mal was zum Essen. Mal das reinballern. Dann noch Sticks hier. Dann sollte auch gleich schon das erste Kupfer am Start sein. Der ist fast leer. Das heißt, wir könnten ihn schon mal auftanken. Super. Das hier rein tun. So, das gleich fertig. Ah, schön. So, da haben wir hier nämlich auch den Schnee, den wir aufkochen können. So.
So, dann haben wir hier das Essen. Dich machen wir rein. Und dann passt das doch. Können wir ein bisschen wenigstens an Nahrung. Klar ist es vom Vitamin- und vom Kohlenhydrategehalt nicht so pralle, aber die Ausdauer ist wieder oben. Das ist doch das, was wir wollen. Dann gönne ich mir hier mal einen Schluck. Ah, das ist so gut. Ah, so schön. So, und dann machen wir den hier noch und dann sind wir auf jeden Fall wieder erstmal gestärkt. Schau's dir an. So, wir gehen jetzt mal rein und gucken, ob jetzt das erste Kupfer schon fertig ist. Ja, und wir brauchen 10 Minuten für ein Kupfererz. Alter. Das heißt 80 Minuten warten. Oh, Leute. Okay. Das ist bitter. Ist halt die Sache. Wir können mal probieren, wenn wir das ausstellen. Brauchen wir 5 Minuten. Aber dann kann er halt auch Aluminium, Kobalt oder nur Stein raushauen, ne? Aber vielleicht kriegen wir in der Zeit, wenn wir Glück haben, mehr raus. Weil 80 Minuten, ganz im Ernst, das war eine 1:4 Chance, ne? Kobalt, Aluminium, Kupfer, Stein. War doch so, ne? 4 Dinger kommen da raus. 1, 2, 3, 4. Das heißt, eine 25% Chance, alle 5 Minuten ein Kupfer zu kriegen oder alle 10 Minuten eine 100% Chance auf ein gesichertes Kupfer, ne? Aber ich will da nicht so lange warten, ne? Das ist auch so eine Sache. Da bin ich etwas ungeduldig. Mich kann ich nicht erbauen. Wieso kann ich dich ja nicht bauen? Steinschmiede, kleiner Stein. Braucht die ein Fundament? Muss ich da etwa ein Fundament drauf bauen und drunter bauen? Warte mal. Das wäre ja mal dezent und bescheiden, wenn dem so wäre. Okay, brauchen wir noch Bretter und Holzscheide. Dann holen wir die. Und Stein. Schubidubidu, schubidubidai. Eins rein, zwei hier. Dich. Und es hatte schon wieder Hunger, ne? Es ist krass, ne? Eins rein, zwei hier. Und zwei nehmen. Und einmal warten wir kurz ab. Zweimal. Okay. Jetzt schauen, ob da die Steinschmiede, jetzt passt drauf, ne? Alter, ihr habt da manchmal, also manchmal spielt, ne? Bist hier was komisch. Eine 4. Zwei wollen es 100 Stein.
Ach, wie fein. 100er fällt schon wieder in Stock um, ne? Vor lauter Freude. Den können wir aber mitnehmen, weil ich brauche eine neue Steinspitzhacke. Den sollten wir mitnehmen. Stickman, Stickety Stick, wo bist du? Monsieur Stock ist wieder despawned, weil nicht aufgesammelt. Er wurde nicht beachtet beim ersten Mal. Machen wir es hier jetzt erstmal eine Klinge. Haben wir hier noch einen Stock irgendwo? Gerade nicht, aber tonnenweise doch hier. Was kann das mit dem Inventar? Alter, dann macht es doch hier so, Junge, ganz im Ernst. Also manchmal Spiel. Ist das was schade mit dir? So, die haben wir fertig. Dann Spitzhacke passt noch. So, wir gehen mal rein und gucken, ob da mittlerweile schon was mehr rausgekommen ist. Kobalt. Wir warten noch mal 5 Minuten ab. Vielleicht haben wir mehr Glück. Oder wir sagen halt, okay, ich pimpe mich jetzt hier irgendwie. Alter, nice. Ich stelle mich jetzt hier irgendwie 80 Minuten hin und warte es einfach ab. Dann wären wir auf der sicheren Seite. Was das angeht. Aber es ist halt ein irrer Aufwand. Bin ich nicht sicher, ob ich das möchte. Aha, geht aus. Schneesturm. Ja, okay. In der Höhle sollte es ja dann theoretisch wärmer sein. Ist es aber nicht. Nö, ist nicht. Es ist keinsterweise, aber gut, dann lass mal den Kaffee probieren. Körpertemperatur ist bei minus 8 Grad. Gönn dir einen Kaffee. Es geht hoch. Auf wie viel? Stabile 10 Grad. Stabile 12 Grad. 13. Alter, das war ein Kaffee. Willst du mich verarschen? Ich war bei minus 8 Grad. Das heißt plus 20 Grad. Gleich fängt deine, kriegt einen Hitzschlag. Was geht? Hä? Was ist das? Völlig unlogisch. Es war eine Dose Kaffee. Aber ich krieg die leere Dose wieder. Das ist cool. Das ist fair. Aber ich habe also die Vermutung, es hält nicht lange an, ne? So, wir warten jetzt nochmal hier diese Minute 40 ab und schauen mal. Was ist Februar, ne, schon? Das ist gut. Minus 32 Grad draußen und er hat eine Körpertemperatur von 34. Ja, klar. Mit einem Kaffee.
Versteht sich, ne? Aber wie gesagt, ich habe die Befürchtung, das hält nicht lange an. Aber deswegen würde ich mich hier auch ein wenig beeilen wollen. Ich bin so froh, wenn der Winter rum ist. Ich mache zwei Kreuze, wenn der Winter hier vorbei ist. Ich vermute mal, weil es hier drin in der Höhle auch am Winden ist wie Sau, bringt es nichts, hier ein Feuerchen anzustellen. Was eigentlich Schwachsinn ist, weil so eine Höhle soll gleich geschützt sein, ne? Vor Kälte. Okay, Daumen drücken, dass es Kupfer wird. Schauen wir mal. Wenn er das nicht macht, dann würde ich sagen, müssen wir Kupfer reinballern und dann warten wir die restlichen 70 Minuten halt. Und ich mache das außerhalb. Das kann man auch machen. Aber das ist halt echt bitter. Das heißt, wir bräuchten im Prinzip noch einen zweiten. Doppelt so schnell an Ressourcen zu kommen. Das heißt, wir müssten hier ins Extraktionsbusiness einsteigen. Und da kommt Stein, 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 Stein. Nee, komm, wir machen den Kopf rein. Das bringt alles nichts. Das bringt nichts. Gut. Dann würde ich sagen, müssen wir nach Haus. Wir müssen noch mehr an Barren machen. Lassen das hier mal so mitlaufen. Und schauen dann in ein paar Stunden oder in zwei Folgen nach dieser Folge wieder mal hierher. Das heißt, es müsst noch ein bisschen warten hier. Das Gewächshaus. Okay. Dann bauen wir in der Zwischenzeit noch so ein Extrahierer. Wir können ja das Dorf noch looten auf dem Rückweg. Wir haben jetzt wieder Platz, dass wir die beiden Häuser noch mitnehmen. Tech-Punkte sollten wir, glaube ich, keine mehr finden. Der Schneesturm hört auf. Das ist gut. Krähe hat auch Federn. Okay. Let's fucking go. So. Ding in die Hand. Kaffee hat aufgehört zu wirken. Was okay ist. So, wir haben Seile. Sehr schön. Wir haben noch trockener Ziegel. Vielleicht findet man hier aber auch irgendwie die entsprechende Barre, ne? Kohle und Zeug. Gammeliges Essen. Wassermelonensaat. Kürbissaat. Kartoffelpaste und Erste-Hilfe-Ausrüstung. Das kannst du eigentlich mal mitnehmen. Wunderbar. Da haben wir noch eine Dose grünen Tee. Schön. Ne, für den Winter echt eine gute Idee. So, dann können wir es wieder so machen. Die großen Sachen kommen hier rein. Und der ganze Kleinkruscht. Den. Komm, lass mir hier, die brauchen wir nicht. Die. Können wir dann hier reinpacken. Immer Tür zu, weil, wenn sie kommen, ne, und so. Leer, leer, leer. So, da haben wir noch ein Kabel und ein Ei. Das Ei würde ich mir aufheben für Durchfallgeschichten. Kleinen Stein brauchen wir nicht. Schrauben und Eisenbrocken. Okay. Dann haben wir das.
Dann gehen wir noch in dieses Haus, weil die beiden Häuser habe ich ja soweit. Das Auto vielleicht noch. Aber hier ist ja alles soweit schon clear. Okay, da kommt ein Dicker. Hi. Da kann man ausweichen. 1, 2. 1. Jetzt haut er ab. Warum haut er ab? Ich weiß es nicht. Der alte Kack-Noob. Dann kommt er hinten rein, weißt du? Könnte sein. Plastik. Und verdorbenes Essen. Teig und Kartoffelpaste. Dosen und Lehm. Glas, alles klar. Das kannst du essen. Das kann man essen. Den nimmst du mit. Aber es ist eine andere Million Samen. Hä, oder irre ich mich? War die nicht normalerweise irgendwie hier schwärzlich gewesen? So, ich trau ihm nicht, ne? Der kann jederzeit wiederkommen. Die Nudel. Rein da, rein. Wassermelonen und Melone ist unterschiedlich. Ah, okay. Hier noch Käbelchen. Oh, dann will ich noch das Haus mitnehmen. Den Händler nochmal durchlooten. Oh, da war Benzin drin. Oh, das habe ich am letzten Mal nicht mitgenommen. Weil es mir einfach nicht aufgefallen ist. Shame on me, hör mal. Hi, komm her. Dein Kumpel ist schon abgehauen. Du feige Drecksau. Nägel, das ist cool, danke. So, Bandage und Talg. Kartoffelsetzling. Lehm. Und Reifen. Hi, Ma'am, hast du irgendwelche neuen Infos? Vielleicht für mich? Nein. Hätte man noch das hier? Ein Hörwerk vom Ganzen. Da müssen wir mal gucken, da wollen wir das anfangen. Keine Ahnung. Der Barren, das wäre cool. Glas, Eisenerz und Biokraftstoff. Gekochte Rippchen, die gehören nicht mehr erstmal. Leer, 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 da hat's noch was. Maissaat und Zwiebelkeimling. Sehr schön. Kaffeedose und elektrische Teile. Und hier ist immer noch der Junkraum von mir. Ah, das klar. Ist in Ordnung. Kannst du machen. Muss aber nicht. Wo? Wo? Alter, wo kommst du her? Joa! Was machst du denn jetzt? Kommst du her oder kommst du nicht her?
Der hat sich nur verliert, ne? Die hat eine Sacknase. So, was hast du drin? Ein Aluminiumerz. Danke. Das, was ich hier so nicht gebrauchen kann, ne, das hat er. Ich nehme mal mit. Waka waka. Rein, rein. Ganz wichtig, Benzin. Sehr schön. Okay, das heißt, hier den Ort müssen wir auf jeden Fall öfters abfahren. Guck mal, das war er mit dem Knüppel wieder. Komm jetzt mal her, lass dich verdreschen. Ich war noch nicht fertig mit dir. Jetzt hau doch wieder ab. Feige Sau. Okay. Dann lass halt. Lass gut sein. Ist mir auch egal. Drauf geschissen. Dann kommt er von hinten, ne? Am End. Der ist leer. Den haben wir durchsucht. Da haben wir hinten muss ich mit, damit es einfach wieder hier sich resettet. Auf ganz entspannt. Leer, leer, leer. Prinzessin leer, leer, leer. Leer, leer, leer. Da haben wir noch den Kaffee. Ja, mal liegen lassen, das ist ja eine Unverschämtheit. Kartoffelpaste. Ist auch leer. Okay. Da geht's hinten raus, hier geht's vorne raus. Wir müssen nur hier gucken. Leer, aber ich glaube, wir haben auch alles mitgenommen. Jawollchen. Hier war auch alles leer. Du warst leer. Du warst nichts. Da haben wir noch First Aid Kit. Okay, das haben wir nicht mitgenommen. Oh, und da war da was auch was. Okay. Gut. Ich habe mal. Ah, da hinten. Genau, Bleierz. Aber mir auch nicht. Gut. Ja, dann haben wir es doch. Kommst jetzt mal her und lässt dich knüppeln. Herrgott im Himmel. Das ist ja nervig wie Sau. Das ist hingewiggelt und gewaggelt und gewongel. Das ist beste Kampftechnik, ne? Es erfordert jahrelanges Training, das zu meistern. Weißt du was, leck mich doch ganz mehr, leck mich. Ich bin weg. Ab nach Hause. Fertig ist. Du redest mit meinem Kollegen, der spinnt irgendwie. So, hier und jetzt rechts, dann links. Stressling. Gut, ihr Lieben, dann müssen wir jetzt noch zwei Folgen ungefähr abwarten. Ich hoffe, dass der das nebenher weiter extrahiert, solange ich im Spiel bin, dass ich nicht irgendwie in der Nähe sein muss oder so ein Scheiß. Und wenn er das gemacht hat, dann können wir auch hier das Gewächshaus endlich fertig bauen. Was wir so lange machen, ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Auf jeden Fall bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei wärt. Bis dahin,
Macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.